Ferdinand Schneider, Sie sind der Geschäftsführer von Bestwood Schneider und haben in den vergangenen Wochen mit einer Meldung für Aufsehen erregt über eine geplante 80 Millionen Euro Investition in ein neues Sägewerk. Was genau haben Sie da vor? Die 80 Millionen sind ja nicht nur für Sägewerk alleine. Sägewerk kostet nicht ganz so viel. Die 80 Millionen sind die erste Ausbaustufe von dem Standort in Meßkirch. Und vorhaben wir, einen kompletten Stoffkreislauf aufzubauen, vom Sägewerk über Energiezentrale zum endverarbeiteter fertiger Produkt, also in dem Fall CLT im Anfang, Wandholz. Einfaches, schlichtes CLT-Wandholz. Wie man hört, wollen Sie in Ihrem Konzept auf den Rundholzplatz verzichten. Was hat das für Vorteile? Wir haben unser erstes Sägewerk quasi gebaut vor, mein erstes Sägewerk habe ich gebaut vor knapp 30 Jahren. Und das hat nur einen Rundholzplatz, um Charge zu bilden. Das war damals schon ein auftragbezogener Einschnitt, wo flexibel einschneiden konnte. Und jetzt, wenn ich 30 Jahre später ein Sägewerk baue, dann habe ich gedacht, da kann ich jetzt nicht einen Rundholzplatz bauen und gehe wieder zurück auf die einfache Technik, sondern wir haben einen flexiblen Einschnitt und brauchen dann keinen Rundholzplatz, ganz einfach. Das bedeutet aber auch einen durchgängigen Materialfluss. Wie machen Sie das oder wie stellen Sie das sicher? Im Prinzip ist es so, wir schneiden für uns nur für den eigenen Bedarf, für unsere CLT-Produktion. Und dann wissen wir genau, welche Dimensionen da wir brauchen. Und so können wir quasi unsere Einschnittanlage füttern mit alle Einschnittsortimente, die wir brauchen. Und daher können wir quasi online fahren, weil wir für jeden Durchmesser schon vorgegeben haben, was für Schnittbild das kreiert werden soll. Und die Anlagen sind ja heutzutage problemlos in der Lage, in Bruchteile von Sekunden die Dimension zu verändern. Also brauchen wir die Rundholzvorsortierung einfach nicht mehr. Das heißt, Sie haben aber eingangs, also bei der Mechanisierung, auch entsprechende Eingangsvermessung, die das gewährleisten kann. Was für Scannersysteme setzen Sie da ein? Sie trennen ja eine Schwachholzlinie und eine Starkholzlinie. Genau. Die Aufgabe war, dass wir quasi alle Durchmesser vom Forst abnehmen können. Wir fahren dann von 12 cm bis 80 cm, wir können aber auch bis einen Meter fahren. Das ist getrennt auf zwei Anlagen. Eine Schwachholz-Sperner-Anlage von Juso, glaube ich, sagt man. Feisto, Juso, ja. Genau, wir sagen Juso. Die schneidet ungefähr bis 27 cm, also maximal 20 cm breite Lamelle. Alles Schwachholz weg. Flexibel, auftragsbezogen. Der Ablauf ist ganz einfach. Also wir haben alles ganz einfach konstruiert, einfach, dass es, also so einfach wie es halt geht. Wir sortieren ein Eingangsmaß, wir sortieren dann noch vier Decks ab, vier Grunddurchmesser, eine grobe Vorsortierung sozusagen, wobei man auch die Qualität dann berücksichtigt vom Rundholz schon. Da haben wir also quasi auch eine schlechte und eine gute Qualität, dann nicht nur den Durchmesser sortiert. Und dann schneiden wir chargeweise diese Decks leer. Online. Und mehr ist es nicht. Da ist immer wieder die Rede von Online-Einschnitt. Was verstehen Sie darunter? Online-Einschnitt bedeutet, wir fahren mit einer Lücke von ca. 1,50 bis 2 Meter pro Stamm. Und wenn ich halt kontinuierlich fahren möchte, also ohne Lücke, dann muss ich Rundholz vorsortieren. Und dann muss ich halt überlegen, rentiert sich der Aufwand auf dem Rundholzplatz? Das ist ein riesiger Aufwand. Wir hätten den Platz auch gar nicht gehabt. Für den Rundholzplatz, weil so Gelände gibt es gar nichts mehr in Süddeutschland. Darum ist uns auch nichts anderes übrig geblieben. Aber es ist einfach ein riesiger Aufwand für ganz wenig Vorteil, weil wir haben kein Leistungsproblem im Sperreneinschnitt. Ob ich jetzt 1,50 Meter Lücke fahre oder 20 cm Lücke, das ist nicht. Das heißt, das reduziert sich auf eine Frage der Prozesssteuerung, der Scannertechnik und dass man praktisch sicherstellt, dass man kontinuierlichen Materialfluss schafft. Ja, es ist alles wie ein ganz normales Sägewerk. Wir fahren halt eine etwas größere Lücke und stellen bei jedem Querschnitt um. Aber das ist kein Hexenwerk, das ist Standardtechnik. Bei der Schwachholzlinie, was ist das für ein Scanner? Die Eingangsvermessung? Das ist von Juso, also von Feisto kommt diese
Steuerung und die Werkseinganglängenmessung kommt von Jörg. Und bei den Starkholzlinien, das sind EWD, glaube ich? Ja, da ist die Starkholzlinie, wir haben da also quasi, da ist EWD-Anlage. Die Rundholzplatzanlage ist an sich von Holtec, die in Trinter sind von Vallonkone, glaube ich, so heißt es. Und dann kommt wieder Eingangsmessung von Jörg. Und dann kommt bei der EWD Bandsägeanlage, das sind zwei Starkholzbandsägeanlagen. Da haben wir kleine Besonderheit, versuchen wir da hinzukriegen. Schauen wir mal, wie es das wird. Wir haben eine 3D-Vermessung von Mikrotec. Und die zwei Bandsägeanlagen haben nur einen Bedienungsmann. Also die wollte dann zuerst zwei machen, habe gesagt, nein, wir machen nur einen, weil sonst funktioniert es ja doch nicht. Und dann versuchen wir quasi einen vollautomatischen Einschnitt auf den zwei Bandsäger mit diesem 3D-Scanner und der Mann ist eigentlich nur noch zur Überwachungsfunktion da, zur Störungsbehebung. Aber der Einschnitt an sich soll bei den Bandsägen auch wie beim Sperner üblich automatisiert ablaufen. Wie geht es dann weiter? Sie produzieren also praktisch kammertrockenes Schnittholz. Ich nehme an, mit Valutec Durchlauftrocknen? Ja, also wir fahren jetzt quasi dann mit den Schnittholzpaketen. Wir haben ja dann quasi exaktes Rohware geschnitten, mal geschnitten, wo wir für unsere Weiterverarbeitung brauchen. Verschiedene Sortimente. Und die sortieren wir dann im Frischholztex. Ich betreibe Frischholztex ab und kreiere dann jetzt, das ist auch mal ein neuer Versuch, wo man bisher nicht versucht hat, wir machen Großpakete mit 6 Meter Höhe, 3 Meter Breite und wir mischen das. Wir haben nur lagenweise die gleiche Holzstärke drin. Wir können also ein Paket kann dann zum Beispiel 45 mm drei Lager haben und dann kommen zwei Lager mit 33 mm Lager. So wird das nur lagerweise, wird die Stärke sortiert, sodass alles durcheinander quasi ist. Die Breite sind sowieso durcheinander, die Qualität sind auch durcheinander. Es ist dann quasi alles in Großpakete und die Großpakete gehen dann sozusagen automatisiert in die Valutec Durchlauftrocknung. Also die Sortierwerke sind von Kalfas, okay. Sind Filmetage Sortierwerke. Die Großpaketbildung ist auch von Kalfas und die Zuführung, die automatisierte Zuführung zum Trockner ist auch von Kalfas, sodass wir stapellos sind in dem Bereich. Nach der Trocknung kommen wir wieder genau im gleichen System mit den Großwägen zurück auf die Abstapelung und fahren dann automatisiert gleich auf die Vorhobellinie. Also von dem her haben wir einen einfachsten Ablauf, also mit alles automatisiert, ohne dass irgendjemand eingreifen muss. Gesamte Sägewerk wird mit wenigen Leuten bedient, alles in der Kabine, nur Überwachungsfunktionen. Das Schnittholz ist aber nicht das Endprodukt. Also Sie veredeln das Produkt dann weiter. Was werden Sie herstellen? Es ist so, dass der Standort ausgebaut werden soll zum kompletten Standort. Und es sind mehrere Etappen, um da hinzukommen. Wir können das nicht alles auf einmal machen, wollen wir auch nicht. So fangen wir an. Die erste Etappe ist jetzt ein CLT-Werk für ganz normale NSI Wandholz. Ganz normale Wandholz CLT, weil das ist das einzige Produkt, wo wir hier nicht Hersteller kennen, den Kabel, das fehlt uns in unserem Produktfolio. Darum war das Ziel, von den Standard Wandholz Großformatplatte herzustellen. Ausgebaut soll der Standard dann werden, Zug um Zug, sodass unsere Boxelemente, unsere Dachelemente fertig werden können. Es wird ein weiteres Ausbaustufe geben mit einem Brettschichtholzwerk. Und es wird auch eine dritte Ausbaustufe geben, wo auch wieder Dämmstoff hergestellt wird, sodass es eigentlich ein kompletter Standort wird, ähnlich vergleichbar wie hier Kabel. Also Sie nutzen praktisch jedes kleinste Faserchen Holz. Da stellt sich natürlich die Frage, kann man heute CLT-Produktion überhaupt noch ohne ein Sägewerk betreiben? Also wir haben jetzt schon in unserem CLT-Werk, wo wir hier betreiben, einige Erfahrungen gesammelt und die haben wir jetzt einfließen lassen in dieses zweite Projekt und da geht es nicht mehr. Wir können dort kein Schnittholz dazu kaufen, um dieses CLT-Werk zu
zu produzieren, ja, auf dem CET-Werk zu produzieren. Also es ist ein spezieller, ganz spezieller Einschnitt im Säge, wo wir machen müssen, um dieses CLT so in der Weise zu produzieren. So ist es eigentlich eine Online-Abhängigkeit vom Sägewerk zum CLT-Werk. CLT-Werk ist vom Sägewerk abhängig und Sägewerk ist vom CLT. Also es kann nur miteinander funktionieren. Es ist eine, man muss sich das vorstellen, eine Produktion vom Rundholz, eine Logistik, ein System, ein Prozess bis zur fertigen CLT-Platte. Und da kann man nichts weglassen. Dann muss alles so genauso sein, sonst funktioniert es nicht. Also wir können nicht ersatzweise auch Schnittholz dazu kaufen. Wir können das Schnittholz aber auch nicht groß aus dem System ausschleusen. Das geht auch nicht. Also ist eine Einbahnstraße sozusagen. Das hat aber dann auch den Vorteil, vermute ich, dass Sie wirklich den Einschnitt so kontrollieren, dass Sie ein optimales Endprodukt bekommen können. Ne? Das ist der Vorteil. Ich glaube, es ist nicht möglich, die Schnittware zuzukaufen. Das CLT-Werk ist so konzipiert, dass es ein ganz besonderes, spezielles, gefertigtes Schnittholz braucht. Das kann man nicht auf dem Markt kaufen. Also ist abhängig voneinander. Es geht nur in einem. Das heißt, ein gutes CLT-Werk braucht auch eine entsprechend leistungsfähige Säge. Auf das läuft es raus. Ich denke mal, die CLT-Produktion, da versucht jeder gerade sein Ding und das Ei ist noch nicht, das ist einfach noch nicht ausgegärt alles. Das ist noch nicht entwickelt, die CLT-Produktion. Da sind wir noch irgendwo mittlerdrin in der Entwicklungsphase, in der Entwicklungsphase. Und jeder versucht was und wir haben jetzt diesen Weg gegangen und dieser Weg geht jetzt nur mit diesem speziellen Einschnitt vom Sägewerk. Sonst geht der Weg nicht, von mir jetzt zu versuchen. Herr Schneider, wir danken für dieses Interview. Bitte schön. Vielen Dank.